Weil ab sofort kommt Digimon täglich wieder ab. Täglich um 15 Uhr. Minecraft wird täglich um 12 Uhr kommen. Und South Park wird dann um 20 Uhr kommen. 18 Uhr kommen. 20 Uhr kommen dann natürlich wieder Dokumentation wie gewohnt und dazu noch der Livestream. Aber die beißen sich ja nicht gegenseitig. Und am 21 Uhr kommen dann Total War Folgen von Nico. Ha. Also von Sino. Ihr kennt ihn wahrscheinlich eher unter dem Namen, ne? Sein Kanal ist auch hier unten verlinkt. Der ist der neueste Partner von JK Let's Play More. Also der neue Videopartner. Und wird dann auch Videos bringen. Ups, falsche Taste. Oh, komm schon. Dein EP verbrauch ich auf ärmlich, Kapitän. Komm schon. Dass ich ihm aber auch genau in die Arme laufe, das muss ja eigentlich auch nicht sein, oder? Geld habe ich auch keins mehr. Habe ich alles verschleudert. Allerdings sollte ich mir mal ein bisschen Geld ansparen für Karten von Digimon. Weil die kann man ja eintauschen gegen die Wunderroute und Digitationsgegenstände. Und eine Wunderroute wäre schon was Tolles. Damit kann ich dann auch die ganz großen Fischis angeln, ne? Weil die Wunderroute viel, viel länger ist. Haha, Digibilds. Lass mich Ruhe. Und mein Digimon muss auf die Toilette. Das passt ja. Ich hab's euch gesagt. Die Toilette ist nämlich gerade hier oben. Ich muss nur an diesen Viechern hier vorbeikommen. Dann kann ich auch die Toilette. Braves Kapitän, sieh, ich habe mich sogar umgedreht für dich. Wobei die Sache mit Piximon ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich sag's mal so, wenn hier kein Digimon steht, also dieses hier, wenn das nicht da steht, dann ist Piximon definitiv da. Außerdem hört man das auch flattern, ne? Also, das hat ja so ein Flattergeräusch. So ungefähr. Also hört sich an wie ein Adler. Ich glaube, ich verzichte mal auf die Digipilz. Die 2 Sekunden, die ich da verbrauche, die kann ich echt sparen. Allerdings, was Bananen angeht, die Sekunden spare ich mir nicht, weil Bananen, die sind relativ selten. Ich meine, ich habe 2 Bananen. Und 3 Digipilze. Ich hätte sogar noch viel mehr Digipilze, wenn ich alle genommen hätte, die aufgetaucht wären. Aber ich habe sie ja erst zu spät gesehen. Und Bananen sind wirklich relativ selten. Schon wieder Digipilze, ne? Könnt ihr mal mitzählen? Könnt ihr mal die Digipilze zählen, die ich hätte sammeln können? Zählen dann bestimmt alle Digipilze zusammen. Und zählt aber auch alle Bananen zusammen und schreibt mal in die Kommentare. Dann sieht man mal ganz eindeutig,
wie selten die Bananen eigentlich sind. Wie viele Bananen habe ich jetzt eigentlich insgesamt? Ich habe 3 Bananen insgesamt und eine hatte ich vorher. Füllt Guess LE und MP auf. Meint ihr die gesamte? Also wie gesagt, Bananen. Sehr nützlich, ne? Füllen. Stats auf. Da war schon wieder die Pilz. Eben, und hier fliegt dann Pixi. Und da fliegt dann Piximon rum, wenn kein Digimon hier steht, weil Piximon ist so stark, das hat alle anderen, das hat wahrscheinlich alle anderen vertrieben. Ich finde es nur ziemlich blöd, dass ich mein Lösungsbuch verdattelt habe. Durch dass ich nämlich mein Lösungsbuch verdattelt habe, bin ich auf Leute angewiesen, die nicht zu 100% wissen, wie das mit Piximon funktioniert. Ich kann ja noch mehr Dinge. Wo und wann finde ich Piximon? Nochmal Spieltipps hier. Ich kann ja während ich im Herlaufen noch ein bisschen was lesen. Ne? Er war jetzt schon 1000 Mal im Tropendschungel und hat Piximon nicht getroffen. Piximon ist im zweiten Bereich, wenn man über Digibrook geht, aber nur einmal im Jahr da und schon starkes Ultra-Digimon, man sollte gewappnet sein. Nur einmal im Jahr? Echt jetzt? Und ein anderer schreibt dann gerade, Piximon kommt zu 5%. Zu 5% an den Ort. Der zweite Bereich im Drogendschungel, wenn man über die Brücke geht. Ja, also das wird einmal im Jahr, das habe ich auch bisher noch nicht gehört. Also hier gibt es jetzt wieder die Ansage, dass Piximon noch am 21., 22., 23. oder 24. des Monats da ist. War das schon länger als 8 Tage her? Also muss ja nicht 8 Tage, müssen ja ungefähr 20 Tage her sein. Allerdings war ich mit Kabuterimon schon mal hier, ne? Kabuterimon ist jetzt 10 Tage alt. 8 minus 10? Das ist Schwachsinn wieder mal, ne? Auch wenn es bei Kabuterimon im Alter von Tag 1 gewesen wäre, was allerdings nicht sein kann, weil Tag 1 hat man ja kein Kabuterimon, würde diese Angabe mit einmal im Jahr nicht stimmen. Jetzt habe ich hier mal wieder eine Zeitangabe bekommen, dass Piximon im orangenen Feld da ist, also am Abend. Das wäre relativ dumm, weil zu der Zeit pennt mein Kabuterimon. Eigentlich müsste Kabuterimon jetzt bald mal schlafen.
Aber gerade vorhin war da jetzt auch das Dingpilz da. Der Bananen wieder, keine. Schon lange keine Bananen mehr gesehen. Ich muss mal ganz kurz muten. Was habe ich gesagt zum Thema Digimon schlafen? Ich habe ja gesagt, dass es bald schlafen will. Vielleicht taucht auch Pixelmon direkt nach dem Aufwachen auf, wer weiß. Sehe ich ja noch schlafen? Wäre ja auch zu schön geworden. Aber jetzt haben wir den dunklen Bereich, oder? Ja, knapp, aber wir haben ihn. Ich glaube, Pixelmon will mich echt verarschen, ey. Komm schon, Pixelmon. Bitte. Sei so lieb. Sei so lieb und tauch für mich auf. Ich will ja definitiv nicht noch eine Nacht hinherlaufen. Sonst bin ich echt dazu gezwungen, mich hier vorzuspulen. Sonst langweilt ihr euch als Tode. Hin und her, hin und her. Ist ja keine Unterhaltung mehr. Noch ein Pilz. Aber merkt ihr es mal, im Vergleich zu den Bananen sind die Pilze echt häufig da. Aber eigentlich sollte ich die Pilze wirklich mitnehmen. Oh, ich glaube, ich habe Pilze auch. Also die 2 Minuten sollte ich wirklich, 2 Sekunden. Sollte ich wirklich haben. Ich meine, bei der letzten Pixelmon-Suche habe ich ja sowieso ein paar Bananen liegen lassen. Das war wirklich dumm von mir, dass ich Bananen abliegen lassen. Fahr! Was eine Banane macht, da braucht man nicht zu reden. Ich würde dann meinem Kapitärimon vor dem Kampf mit Pixelmon noch eine Banane reindrücken. So, jetzt ist es Nacht. Also wenn das, was im Aschen-Kommentar steht, dann erscheint Pixelmon auch nachts. Allerdings habe ich eine Videovorschau gesehen, in dem war Pixelmon am Tag zu sehen. Ne? Also.
Der Betreffende hier in diesem Video hat ein Monster Emon. Monster Emon zu bekommen ist ja definitiv nicht schwierig. Einmal mal einen Memon machen und mit dem dann in die Spielzeugstadt. Jetzt hat er gerade Pixelmann getroffen, leider habe ich die Uhrzeit nicht gesehen. Allerdings kann ich sagen, es ist ja relativ hell. Also werde ich mal ganz kurz auf Pause drücken und nochmal kurz zurückspulen. So, er hat Pixelmann getroffen, als die Zeit im lila Bereich war. Und der Meinung war ich, glaube ich, auch, dass es nur auftaucht, wenn es entweder vormittags oder nachmittags kommt. Aber ich glaube, man kann Pixelmon wirklich auch nachts antreffen. Ich spule da wirklich mal vor. Ey. Ich glaube, dass ich dafür dann den Rest von der Nacht dann erstmal nichts mehr sage, damit ich hier vorspulen kann. Und noch eine Banane. Aber ab jetzt bin ich mal ruhig. Dann kann ich nämlich auch vorspulen. Also, ihr hört mich dann gleich wieder, wenn Pixelmon da ist. Bis gleich.